Den Start in den Liga-Alltag hatten sich unsere Pokalhelden vermutlich anders vorgestellt. Nicht nur, dass unser Captain Timo Kern nicht dabei ist, auch Nikolai Groß und Pascal Pilowski fallen vorerst krankheitsbedingt aus. Der Plan unserer Bornelf war, mit guter Leistung beim Drittplatzierten in Saarbrücken zu punkten. Leider kommt es manchmal anders als man denkt, aber der Reihe nach. Auch im sechsten Ligaspiel in Folge wollten unsere orangenen Blauen ungeschlagen bleiben. Vor 3.138 Zuschauern im Hermann-Neuberger-Stadion Völklingen machten auch erstmal unsere Jungs Druck. Hier wird Karl geschickt, aber der Abschluss ist kein Problem für Saarbrückens Schlussmann. Nächster Versuch, Freistoß für unsere Blauen. Schön führt aus, aber auch Markus Meyer findet hier nicht den richtigen Abschluss, um das Spielgerät im Gehäuse der Gastgeber einzuschieben. Nicht mehr ganz 15 Minuten bis zur Halbzeitpause. Die Gastgeber finden nach und nach besser ins Spiel und versuchen es nun aus der Distanz. Marco Holz bekommt den Ball vor die Füße gelegt und drin ist das Leder. 1:0 für den FCS. Nur 5 Minuten später sind die Saarländer wieder am Drücker. Mario Müller schickt Schmidt, der für unsere Abwehr zu schnell ist. Und da ist das Tor. Schade, hatte die erste Partie des Jahres doch gar nicht mal so schlecht angefangen. Aber die Gastgeber machen hier in der ersten Halbzeit 2 Tore aus 3 Chancen. Weiter geht es mit Halbzeit 2. Unser FC ist nach einem Freistoß im Ballbesitz. Kiseljar will an Hofmann abgeben, spielt das Leder dem Gegner aber direkt vor die Füße, der die Situation sofort nutzt und das 3:0 für den ersten FC Saarbrücken. Torschütze ist wieder Marco Holz, der ja bereits das 1:0 erzielte. Unsere Bornelf gibt aber nicht auf und versucht es weiter. Becker nimmt den Ball. Volley! Das war knapp, aber auch gleichzeitig war das die letzte Chance für unsere Jungs in dieser Partie. Es hat einfach nicht sollen sein in diesem ersten Spiel des Jahres in der Regionalliga Südwest. Wir haben für euch noch die Spielanalyse von Matthias Born, bevor wir uns bei euch bis zum nächsten Spiel unserer Astoria verabschieden möchten. Erstmal Glückwunsch zum Sieg. War auch ein verdienter Sieg, auch wenn ich sagen muss, gerade die erste halbe Stunde bis zum 1:0 waren wir, wie ich finde, gut im Spiel. Es gab Chancen auf beiden Seiten, da hat man durchaus auch die Möglichkeit gehabt, gerade an die Chance vom Kalle, der Weitschuss, wenn er da noch weitergeht. Markus Meyer im 16er aus etwas spitzerem Winkel, das waren Möglichkeiten, wo du vielleicht auch ein Tor machen kannst, machen wir nicht. Im Gegenzug kriegst du dann das 1:0, einfacher langer Ball, wo wir nicht gut stehen, wo dann eine 1:1-Situation dann auch überragend abgeschlossen wird. Beziehungsweise das war das 2:0, das 1:0 ging auch ein langer Ball zuvor, wo wir hinten nicht gut gestaffelt waren. Und ja, mit 2:0 in der Halbzeit ist natürlich schwierig, gerade gegen Saarbrücken, die sicherlich von der Qualität her auch Einzelspieler in ihren Reihen hat, die Spiele entscheiden können. Gerade von der Schnelligkeit, von der Dynamik im letzten Drittel sind sie natürlich sehr, sehr stark. Ist auch schwer zu verteidigen dann beim Stand von 2:0. Und ja, zum Schluss müssen wir froh sein, dass es nur 3:0 ausgeht. Aber ich glaube, wir hätten heute auch kein Tor mehr gemacht. Wenn ich gerade sehe, der André Becker, der dann auch den Volley nimmt und geht knapp über die Latte. Ja, so Tage gibt es dann auch, wo ich einfach sagen muss, dass da auch vielleicht das nötige Glück fehlt in der einen oder anderen Aktion. Unterm Strich, aber klar, verdienter Sieg. Mit dem 3:0 können wir zufrieden sein hier. Müssen wir zufrieden sein. Dankeschön.